Ja, na, sie juckt. Ha. Okay, wir müssen auf die andere Seite, können wir noch runterfallen. Oh, crap. Was hat ihr denn für hässliche Viecher? Nein, fuck. Ja. Kannst dir auch gegenrollen. Ah, fuck. Okay, das war ätzend. Die sind nervig. Hab ich gemerkt. Vor allem, ich habe auch Damage gemacht bei denen ordentlich. Also das war jetzt nicht so, dass die jetzt halt mega, mega blöd sind, sondern ich habe mich einfach nur zu blöd gestellt. Vor allem, ich habe den anderen dann vergessen. Dass ja der andere noch da war. So, jetzt blöde Frage, ne? Wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich ja da. Ach so, warte mal, das ist mit dem Runterspringen. Ja, okay, gut. Ist auch das letzte Mal, was du die sehen wirst. Das glaube ich. Kann ich da einfach durchrennen? Bestimmt, ne? Ah, okay, das ist dann hier oben das Teil. Sehr gut. Okay, diesmal zoome ich das Mimic aber gleich. Ja, aber die werfen auch noch was. Geil. Holy shit, ey. Holy fuck. Okay, also schon absurd. Also ich glaube, die sind nicht schwer. Das Problem ist bloß, dass die Cast-Time für meine... Also, in dem Fall sind die Cast-Times für die Spells zu lang. Aber zum Glück warten die immer unten und fressen dann. Das heißt, ich kann das Mimi ganz normal rufen. Aber ja, das muss ich intelligenter machen. Vor allem habe ich, glaube ich, die Fackel auch noch ausgerüstet. Ich muss da, glaube ich, auch mehr mit meinem Schild arbeiten, weil ich jetzt ein Schild auch habe. Das heißt, ich musste einfach ein bisschen mehr aufpassen dann. So. Oh, hat zwei Meter schon rum, gell? Ja, die ist vorbei.
ist der andere? Da hinten. Ja, okay, wenn wir zu zweit auf den dann geht, dann sind sie einfacher. Flame Drake Talisman. Okay. Was macht das denn? Vastly Boosts Fire Damage Negation. Okay. Mist, will den Mercy Skin spielen. Ist das ein Overwatch 2 Skin? Ich dachte, das ist ein Overwatch 1 Skin. Du meinst, das ist ein Ritter Skin von ihr, ne? Das ist doch ein Overwatch 1 Skin, weil ich hab den. Ich hab den auch ausgerüstet. Oder was meinst du? So, dann haben wir das. In der Höhle habe ich da noch alles. Das heißt, wir können... Oh, true! Die gibt's ja dann nicht in Overwatch 2. Ah, doch, doch. Geben tut sie die dann schon. Die werden dann übertragen. Kack Company. Doch, doch. Du kannst die in Overwatch 2 dann ganz normal spielen. Aber erst ab Oktober. In der Beta kannst du die, glaube ich, nicht spielen, weil sie die, die Spielstände nicht synken. Aus irgendeinem komischen Grund, den ich nicht verstehe. Okay, ich brauche jetzt noch einen Level und dann kann ich das andere Zepter von der Renala verwenden. Brauche 45.000 Seelen dafür. Die Frage ist, kriege ich das mit meinem Inventory hier hin? Kriege ich hier 45.000 Seelen hin? Das sind 20.000 Seelen. Ich will das mal ausprobieren, wie das dann ist. So, das sind 20.000 Seelen. Ich brauche nur 25.000 Seelen jetzt. So. Ja, es fehlen noch 10.000 Seelen. Was mache ich denn? Ja, zu Release. 10.000 Seelen fehlen noch. So. Level up. Intelligence. Sehr schön. So. Equipment. So, jetzt können wir eigentlich theoretisch den Stab hier ausrüsten. Und dieser Stab hier ist deutlich schlechter, weil der skaliert nur mit B auf Intelligence. Er skaliert aber noch mit Geschicklichkeit mit. Die Frage ist, wo sehe ich denn jetzt eigentlich, wie viel Damage ich damit mache? Ich mache jetzt hier 38 Damage damit. Kann ich die mal beide auswählen? Weil den können wir upgraden hier nämlich noch. Ich glaube, jetzt bin ich zu schwer, ne? Na, geht sogar. So, ich brauche jetzt irgendeinen Gegner, den ich mal plätten kann. Irgendwas Cooles. Nicht ganz so Starkes, aber irgendwas, was man... Wo man es mal testen kann, wie viel Damage man macht. Gehen wir zu der Gatefront, weil das ist diese Riese, diese eine. Ich glaube, da kann man es dann schön testen. Könnte ich mir vorstellen. So. Ich nehme mal das kleine Schwert. Ach komm, wir kurz auf keinen Kopsel schwärmen, schwerfen, Overwatch. Das geht doch nicht. Wie du siehst. So. Also das ist der Zauberstab, den ich sonst immer habe. Wie viel Damage macht der jetzt mit dem hier? Okay, also macht ein bisschen was. Okay. So. Also macht so 360 Damage macht der gerade. Jetzt nehmen wir das Zepter hier. Spinning Weapon. Okay, das ist aber cool. Das ist so ein Zauberstab, ne? Ja. Okay.
Ach stimmt, hast du auch schon Zepter mag upgraded? Kein Wunder, dass die Spells so lusch sind. Nee, das Zepter, was ich habe, das kann ich nicht upgraden. Aber das, was ich jetzt hier von der Renala habe, das kann ich gegebenenfalls upgraden. Ich will nur wissen... Okay, machen 212 Damage. Wir machen deutlich weniger Damage als mit dem anderen. Also wir machen jetzt damit die Hälfte an Damage. So, okay. Da bin ich lang. Wieso ist Renalas Zepter so schlecht? Weil es nicht geupgradet ist. Also Renalas Zepter kann ich jetzt upgraden. Und das machen wir jetzt auch mal. Das heißt, wir gehen jetzt mal zur Zitadelle. Oder zur Roundtable. Und dann upgraden wir das jetzt mal. Ich will jetzt nicht komplett upgraden. Ich will nur wissen, wie die Skalierung dann am Ende ist. Also der Unterschied ist, du hast halt hier... Hast du halt S auf Intelligence und D auf Stärke und hier hast du B auf Intelligence und dann noch Stärke und Geschicklichkeit. Ist total wohl 50 Inbrox, 60 Inbrox für das sogar. Aber der Unterschied ist, dass das hier, das habe ich gesehen, das habe ich letztens nämlich getestet im letzten Stream. Du kannst das hier nämlich beim Blacksmith upgraden. So. Was ist denn der Stabsspell? Oder hat er keinen? Der hat so einen Forward irgendwie. So, hier, das kann ich upgraden nämlich. Wollen wir Sombers Missing? Okay, Intelligence geht jetzt nach oben hier. Okay, jetzt wird er S. Jetzt ist er S. So, jetzt haben wir den auf Stufe 6 geupgradet hier. Ich will es mal nicht weiter upgraden. Jetzt will ich erstmal gucken, wie das sich jetzt macht, bevor ich da jetzt halt die ganzen Steine reinballe und sage, das Zepter ist schlechter. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Also er hat so einen komischen Stabsspell, weil ich zeig's gleich. Also der normale hier hat ja keinen. Und der hier hat jetzt einfach so einen... sowas hier. Spinning Weapon. So, jetzt gucken wir mal, was ich jetzt an ihr, mit ihm am Damage mache. Weil dann würde ich das, den Zauberstab nämlich weiter upgraden. So. Ja, danke. Okay, 321 mit dem. Lass mich doch hier mal experimentieren, Junge. Ich habe mir die beschissenste Stelle dafür ausgesucht. So, nehmen wir mal 356. Okay, das macht 356. Und das macht 321. Okay. Na gut, killen wir dich mal eben. Also ich weiß nicht, ob der Stab so geil ist, wenn ich ehrlich bin. Oh Junge. Zeig mal Spinning Weapon. Ja, zum Gegner hier. Okay, das ist geil. Okay, das hat schon was. Weil kann es sein, dass der 60 Int braucht und dann Kacke ist. Naja, aber das ist der einzige, glaube ich, der einzige Vorteil, den man mit dem Zauberspruch hat. Zeig mal Spinning Wagging am Reason. Jetzt warten wir eben ganz kurz. Ich will mal Folgendes machen. Also wir machen jetzt halt auf Stufe 6, machen wir weniger Damage. Aber wir können den ja noch upgraden. Wir haben ja bis... Ich glaube, ich habe sogar einen Smithing Stone 9. Den will ich aber nicht verbraten, weil da habe ich bloß noch einen. Aber 7, 6, 7 und 8 habe ich, glaube ich, jede Menge. So. Strength and Armament. So, das heißt, wir machen jetzt hier Stufe 6, Stufe 7... Okay.
Mache ich 8? Ja, komm, mach mal 8 noch. 9 mache ich jetzt mal nicht. Aber okay. So, das heißt, wir haben jetzt halt... Je nachdem, wie der jetzt ist vom Damage her, mache ich noch Stufe 9 drauf. Ich meine, wir finden bestimmt noch ein Smithing Stone Stufe 9. Und ansonsten gibt es immer noch New Game Plus dann am Ende. Aber schauen wir mal. Habe ich den jetzt ausgewählt? Ja. So, machen wir Spinning... Machen wir erstmal einen normalen Schlag am Riesen. So. Wie viel Damage mache ich dir? Ja, danke. Okay, jetzt machen wir schon mehr Damage. Okay, das ist schon witzig. Okay, ich glaube, schlecht ist der, Stab nicht. Also wir machen jetzt mehr Damage auf jeden Fall auf Stufe 8 als mit dem anderen. Ich weiß halt nicht, ob der Stab so gut ist. Weil es gibt bestimmt noch irgendeinen besseren Stab, der Eismagie noch verstärkt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist eigentlich besser, oder? Das ist heißt noch Swift, das heißt all skill views instead. Stuff as a blue glintstone. Of the two types of kind of stuff gifted to enchanted nines and enhances glinblade sorceries. Aber dann ist doch, warte mal, ist doch der hier eigentlich besser, oder? Aber ja, warte mal, gucken wir mal eben Equipment. Magic Scepter of Renala, Queen of the Full Moon. The Glintstone is known as a Carrion Blue Enhancing Full Moon Sorceries. Only those of the highest intelligence may wield this, the finest of the Glintstone Staves. Unique skill, Spinning Weapon. Channel magic in a Glintstone to suspend a scepter in mid-air and cause it to spin violently. Those that touches will suffer successive magic attacks. Ja, keine Ahnung. Also es kann sein, dass die Waffe hier, dass ich jetzt das geupgradet habe, das mega dämlich war. Dass es eine andere deutlich bessere gewesen wäre. Aber vom Glintstone Magic ist ja praktisch... Weil das ist noch eigentlich Glint... Dieser Carrion Slicer ist doch eigentlich Glintstone Magie. Zeig mir jetzt einen Mondbeschwörzauber. Kann ich noch nicht. Da fehlen noch 10 Intelligenz dafür. Der braucht 70 Intelligenz, der Mondspell. Ich hab bloß 60 gerade. Jetzt mal Vergleich, Moonveil. Also gut, Moonveil macht halt immer noch deutlich mehr Damage. Also Moonveil ist damage-technisch, weil es sie auch mit Intelligenz-Megas krass skaliert, hat das noch was anderes. So, aber dann packe ich den mal weg. Dann nehme ich jetzt den hier. Ja, diese Meteoroid-Stuff ist halt einfach mega gut, ne? Boosts Gravity Sorcery, Boosts Full Moon Sorcery, Boosts Glintblade Sorcery, Boosts Carrion Sword Sorcery. Okay, der Stab hier ist halt eigentlich für das andere gedacht. Was mache ich mit dem an Damage? Ich hätte es halt vorher mal testen sollen, bevor ich die wild geupgradet habe. Weil das ist jetzt der Carrion Sword, das ist ja das, was ich jetzt hier gerade trage. Was ist der Ries jetzt eigentlich? Ach, ich bin im Lagerfeuer gar nicht gerastet. Weiß ich nicht. Ist halt die Frage, was am besten ist halt für diese ganze Magie und alles. Wir können vorstellen, der Carrion Slicer vielleicht besser ist für das Ganze, wenn du den
Dingens macht das andere besser für Mondspells. Also wenn du jetzt diesen riesen Mondspell machst, dann ist das halt vermutlich besser, das andere. Also macht halt nur 300 Damage. Der andere ist da schon ein bisschen besser. Weiß ich nicht. Ist hier Memorize Spell? Wo ist er, dieser Mondspell? Hier, da ist er. Braucht 70 Intelligenz. Da brauche ich noch 10 Level dafür, damit ich Renalas Full Moon machen kann. Also diesen Spell. Ein bisschen krass. So, dann nehme ich jetzt aber den hier. Weil den habe ich jetzt geupgradet. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube, der hier, dieser Glintstone-Dingens, wäre besser gewesen. Weil der den Damage für das Carrion Sword noch erhöht. Wenn ich das dann die ganze Zeit mache. Das Problem ist halt, ich mache halt hier damit nur bei diesem Carrion Sword mehr Damage. Das andere ist, ich bräuchte halt dann irgendwas, was Eismagie erhöht, weil dann kann ich dann müsste ich einmal Zauberstab wechseln. Weil dann kannst du zum Beispiel dann Zauber, Eismagie etc. noch weiter verstärken, gegebenenfalls. Weiß nicht, was da besser ist, keine Ahnung. Was wollte ich jetzt eigentlich? Irgendwas wollte ich noch. Also ich werde mal nicht auf Stufe 9 upgraden, das hebe ich mir noch auf. Wieso habe ich mir das markiert? Ach, wegen der Höhle da oben. Okay. Haben wir das? Und dann ist jetzt die Frage ein bisschen... Okay, warte mal. Ihr habt gesagt, mit den Weisen... Ihr habt gesagt, die drei Weisen sind in diesem Gebiet hier. Nach was muss ich da Ausschau halten? Weil ich dachte, das sind die Statuen, aber die Statue war einfach nur dieses, dieses Standarddingens. Wir können jetzt mal sparsam mal testen. Weil diese Blumen haben ja asozial viel Leben. Okay, also es lohnt sich schon. Hallo? Da lohnt sich wirklich im Vergleich zum Moonveil, weil du ja vorhin meintest, dass der Schaden noch viel mehr ist. Nee, also Moonveil macht deutlich mehr Damage. Also Moonveil macht deutlich mehr Damage, weil es full upgraded ist, als die Magie. Wo sind da diese komischen Weisen? Es ist halt ein witziger Spell, weil es halt deutlich, weil du deutlich schneller zuschlagen kannst. Das ist doof, dann wird Murmel mehr Sinn machen für Nahkampf. Na, du kannst hiermit schneller zuschlagen, glaube ich. Ich glaube, du machst im Average, machst du, glaube ich, hier mehr Damage. Das ist Teleskop. Da hinten ist das Dingens. Also mal Vergleich, hier ist jetzt Moonveil, ja? Mach jetzt mal einen Schlag auf ihn. 446 Damage. 390.
Aber du bist halt mit der Attacke bist du halt schneller, das heißt, du machst halt über Zeit machst du mehr Damage, glaube ich. Weil du ja fast eigentlich keinen Cooldown hast, wirklich. Ich glaube, hier können wir es ganz gut mal testen. Also 390. Na, weil das ist halt auch doof jetzt gerade. Jetzt gucke ich hier mal bei dem. Ja, also machst ein bisschen mehr Damage. Aber du hast halt hier dieses. Du machst halt hier. Klack, 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 klack. Also geht schon schnell. Und im Vergleich das hier. Ist, glaube ich, ein bisschen schneller. Aber keine Ahnung. Das ist halt das Beste eigentlich daran. Weil damit machst du halt wirklich deutlich mehr Damage mit der großen Waffe. Es ist definitiv stylischer. Das stimmt. So. Hast du mal einen Tipp für mich, wo diese Weisen jetzt hier sein sollen, nach was ich suchen soll? Das war episch. Episch daneben geschlagen. Das Coole ist halt einfach dieser riesige Effekt, den du mit dieser großen Waffe dann hast. Normal sind die Rätsellösungen in unmittelbarer Nähe vom Rätsel. Na, das Problem ist, hier ist dieser komische Altarsaus, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich habe das Rätsel nicht verstanden. Seek three great wise beasts. You must solve the puzzle to enter. Aber ich weiß nicht, was diese drei großen weißen Biest sein sollen. Bei dem ist nur eins in der Nähe. Okay, ist es ein Monster oder ist das ein NPC? Weil ich check das nicht, weil ich habe hier doch alles abgesucht. Ich habe nichts gefunden hier. Das erste, was man eigentlich findet, ist easy und zeigt dir recht fix, worauf man achten muss. Ist ein Monster. Okay. Ja, dann gucke ich mal. Keine Ahnung. Ha! Ich bin hier doch eigentlich überall rumgelaufen. Sicher? Dachte, alle drei wären in dem Gebiet. Sind alle drei in den Gebieten und nicht Klaus am Turm. Okay. Ja, es geht schon wieder zu weit weg. Hä? Ich bin doch gerade mal 3 Meter vom Turm weg gefühlt. Einer ist Klaus am Turm. Dann verstehst du es.
Okay, was mache ich jetzt mit dem? Beast ahead. Up ahead and try ranged battle. Is it all... Okay. Kann ich den irgendwie... Okay, wie töte ich das Viech jetzt? Ah ja, so hat's ein bisschen markiert. Okay. Okay.